Killerkrebse? Riesige mutierte Killerkrebse und tierisch schlecht drauf. Na super. Da ist er, der Felsen, den ich vom Kamelhöcker aus gesehen habe. Hier aus der Nähe kann ich eine kleine Höhle nahe bei der Spitze der Säule erkennen. Wohin geht denn jetzt der Georgie? Wohin läuft der? Hey, Sie! Störenfried! Wer? Ich? Oh oh. Gibt's einen in die... Was will der von uns? Ich bin ganz nervös. Ich will, dass Sie da bleiben, wo ich Sie im Auge behalten kann. Ich bin keiner Ihrer Lakaien, Hawks. Ich gehe, wohin es mir passt. Aber nicht hier, Freundchen. Die Filmgesellschaft hat diese Insel für die Dauer der Dreharbeiten gemietet. Sie sind unerlaubt hier eingedrungen. Also tun Sie, was ich Ihnen sage, oder Sie fliegen raus. Okay, okay, ist ja gut. So. Mal gucken, welches Problem hat er jetzt? Was halten Sie von Heiko McEwan? Was gibt es da groß zu halten? Der Kleine hat wahrscheinlich in der Pubertät mehr verdient als ich im ganzen Leben. Ich wünsche ihm viel Glück. Wieso ist er so... Es sieht aber nicht so aus, dass das Ding jetzt hier noch gut laufen würde, ne? Diese Kamera macht erstmal keine Fahrten mehr. So, der Bird, der hat sich bestimmt richtig wehgetan. Tag, Bird. Sag bloß nicht Tag zu mir. Bist mir ein schöner Freund. Was ist denn los? Hä? Ja, ehrlich. Ich habe eine prima Idee. Warum verkleiden Sie sich nicht als Jim Hawkins und klettern zu dieser Höhle da oben? Welche Höhle? Die Höhle da? Du hältst mich wohl für bescheuert. Hab mir den Rücken verknackst, als mich diese Hornissen über die verdammten Palisaden gescheucht haben. Keine Chance, dass ich da raufklettere. Naja, das schränkt die Auswahl etwas ein. Bei welchen Filmen haben Sie denn so mitgemacht? Kennst du noch Todesritter des 10. Grades? Der psychotische Biker, der in den Schulbus gerast ist? Das war ich. Oder was ist mit Sie beteten zu Satan? Ich war der Typ in der Krankenhausszene. Du weißt doch, der da anfing zu brennen. Und dann durch das verdammte Dachfenster fiel. Ich glaube, die habe ich im Kino verpasst. Es muss doch cool sein, so durch die Welt zu reisen. Ja, nett hier, nicht? Meine Beryl liebte die See. Freien Tag in Clacton. Echt wuchtig. Bisschen Aal in Gelee runterspülen mit einer Flasche Birkstoff. Ein Ründchen abzocken beim Bällchen hüpfen und dann die Stadt aufmischen. Natürlich, damals konntest du mit einem Zehner die Nacht noch wie King Louis leben. Tombola, schaumige Tasse Kaffee auf der Uferpromenade. Wissen Sie, irgendwie habe ich nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie da reden. Aber hat sich auf jeden Fall sehr schön angehört. Hören Sie, Bird, was ist los? Du hast vielleicht Nerven, du. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen... Du hast mir den Pfannkuchen nur gegeben, damit die Hornissen auf mich losgehen. Aber Bird, sowas tut mir doch auch weh. Wie können Sie sowas auch nur denken? Ganz einfach, indem ich mir die Beweise ansehe. Was für Beweise? Ich weiß ja sowieso nicht, warum Sie immer noch Stuntman sein wollen. Weil das alles ist, was ich kann, oder? Wenn ich das nicht mache, was mache ich denn dann? Wie wäre es mit einem Job als Stuntkoordinator? Was denn das? Sie stehen einfach rum, so mit dicker Jacke und Baseballmütze und erzählen den Stuntleuten, was sie tun sollen. Kann ich denn sowas? Hey, Sie machen diesen Job seit Jahren und leben immer noch. Das muss doch gut sein für die Arbeitsmoral. Nö, also ich weiß nicht. Sie kriegen Ihr eigenes Megafon. Ich mach's. George Stobart, internationaler Abenteurer, Halsbrecher, Waghals und freibeutender Berufsberater. Tja, man tut, was man kann. Wie ist das so, mit Kartenhawks zu arbeiten? Ein verdammtes Elend, Kumpel. Okay, so, was haben wir denn da mit der Schulter... Kamera? Wieso läuft er denn dann immer? Flash? Der läuft immer den längeren Weg, wir ne? Wir können nicht an der Felsnadel drehen, weil der Kamerawagen feststeckt, stimmt's? Mitten ins Schwarze, Partner. Warum nehmen wir dann nicht einfach die Handkamera? Hey, weißt du, das ist gar keine schlechte Idee. Wie? Und auf die Idee ist er nicht von alleine gekommen, oder was? Warum drehen Sie nicht in der Höhle, oben in den Felsen am Ende des Strandes? Wir haben keinen Stuntman mehr. Hey, ich mache den Stunt. Danke für das Angebot, aber wenn Sie runterfallen, verklagen Sie uns doch. Ich doch nicht. Haben das alle gehört? Ich hab's gehört. Das langt, dann sind wir abgesichert. Irgendwelche Vorkenntnisse? Todesmutige Sprünge, verzweifelte Faustkämpfe, Explosionen um mich herum, was immer Sie brauchen. Okay, Leute, Bewegung. Wir drehen die Szene am Ende des Strandes. Nein, tun wir nicht. Die Kamera hängt immer noch hier fest. Mist, hatte ich ganz vergessen. Kommando zurück, Stobart. Wir müssen doch diese Höhle hier benutzen.
Wie? Aber ich habe doch gerade schon darüber gesprochen. Ich habe mich mit dem Kameramann unterhalten. Ja, eben. Er hat eine tragbare Kamera. Und? Dann können Sie doch in der Höhle in dem Felsen hinten am Ende des Strandes drehen. Das ist die dramatischste Höhle, die ich je gesehen habe. Wir haben keinen Stabilisierungsgurt dafür. Die Kamera würde wackeln. Hatte Griffiths etwa einen Stabilisierungsgurt, als er The Birth of a Nation gedreht hat? Sie haben recht zum Henker. Hitchcock, Wells. Keiner von denen brauchte sowas. Ja, genau. Und Sam Raimi stabilisierte seine Kamera auf einem Brett. Requisite, besorgt mir ein Brett. Wir schreiben Filmgeschichte. Ganz heiße Kiste. Wir machen einen Cinema-Verité-Piratenfilm. George, ab in die Maske. Wir machen aus Ihnen einen Star. Schon unterwegs. Ja klar, jetzt fängt der George auch noch an, Filmdarsteller zu werden. Wie cool ist denn bitteschön das? Aber man brauchte gar nicht so viel Überzeugungsarbeit, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt hoffe ich auch nur, dass der Schatz da oben endlich drin... Jawohl! Ich wäre soweit, Mr. Hawks. Chaka! Wieso er nicht von Anfang an Schauspieler geworden ist, frage ich mich jetzt allerdings schon ein bisschen. Bitte lass da oben den Schatz sein. Bitte lass da oben den Schatz sein. Bitte lass da oben vor allem Stein sein. Welchen brauche ich denn nochmal? Jaguarstein habe ich, Kojotenstein habe ich und den anderen habe ich jetzt vergessen. Es ist der Stein, den Ketch von den Spaniern erbeutet hat. Ja, ja, ja. Der Adlerstein. Ach, der Adlerstein. Als Nico das Dorf des Schamanen erreicht, ist letzteres verwüstet und von George fehlt jede Spur. Ich komme nach Karamonte zurück und erfahre, dass George bei Concha eine Nachricht für mich hinterlassen hat. Er ist schon unterwegs zum Indio-Dorf, also muss ich mich beeilen, um ihn einzuholen. Als ich dort ankomme, finde ich eine Stätte der Verwüstung vor. Ach ja, stimmt ja, Conchita, okay. Und George ist schon vorgegangen. George ist hier schon die ganze Zeit schon gewesen, oder was? Guck mal, die haben das ganze Dorf abgefackelt. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wer das ganze Dorf abgefackelt hat. Aber warum denn? In dem Dorf war doch nichts Spannendes, oder? Das ist Georges Sonnenbrille. George, wo steckst du? Ach, der Kleine wieder. Also der kleine Erwachsene, glaube ich. Titipoko. Ich bin fast froh, dich zu sehen. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, wie der heißt. Oh-oh. Was war das denn, Feuerzeug? Wird ja wohl sehr lustig, ne? Du kleines Arschloch. Was ist hier passiert? Warst du daran schuld? Und wo ist George? Hast du ihn gesehen? Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte. Oh-oh. So, was haben wir denn? Meier. Ach, guck mal, da ist der Meierstein. Und hier ist ein Fass. Dann hoffe ich nur, dass in dem Fass jetzt Wasser drin ist. Aber natürlich wieder zu schwach zum... Jo, tatsächlich, da ist, glaube ich, das Höschen, ne? Das Fass ist zu schwer. Ja, dann frag doch bitte Titipoko, ob der dir helfen kann? Er ist zu heiß zum Anfassen. Oder ich... Ich brauche keine Lampe, denn es ist heller Tag. Außerdem so. Ist sie doch sowieso kaputt. Das soll gar nicht die... Alles klar, ich dachte, das sei die, ein sehr heißer und rußgeschwärzter Stein. Was ist denn da drin? Das Wasser würde den Stein abkühlen, wenn ich einen Weg fände, ihn in das Fass zu bekommen. Ja, so jetzt aber bitte, ne? Das Fass, dankeschön. Hey, Kurzer, mach dich mal nützlich und hilf mir mit dem Fass. Eben, wir haben ja auch Titipoko. Ich frage mich aber tatsächlich, ob das ein Kind Danke. Ist oder ein Erwachsener, der tatsächlich, also so ein Kleinwüchsiger. Ich wollte schon Lilliputaner sagen. Den kenne ich. Das ist der Kojotenstein. Was ist mit George passiert? Hä? Was ist? Worauf zeigst du? Wahrscheinlich sollen wir hier links langlaufen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und wo führt jetzt das Ganze hin? Wir sind ja noch nie weiter als das Dorf gelaufen. Nach einem mehrstündigen Marsch auf dem Dschungelpfad. Okay, und wo sind wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Oh-oh. Oh-oh.
Lauf wieder zurück. Hey, Senorita. Oh. Zu spät. Er hat mich gesehen. Ja, hallo? Bonjour, mon Capitaine. Oh nein, nur Sergeant, meine Schöne. Was tun Sie hier? Was haben wir denn hier? Dann Karsak oder Le Presidenta? Boah, es ist doch alles scheiße. Machen wir Karsak. Senor Karsak meinte, ich könne ihm helfen. Wirklich? Irgendwas über Lernen beim Arbeiten. Da kann ich mir schon denken, was er meint. Ich schaffte es sogar, diesen schweinegesichtigen Drecksack anzulecken. Darf ich zur Pyramide? Oh, wir haben strengste Anweisungen, niemanden durchzulassen. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, wer ich bin. Das würde doch bestimmt niemanden stören. Naja. Oh, bitte. Ich wäre ja auch so dankbar. Ich sag Ihnen was. Ich werde Pablo fragen, ob es okay ist, wenn Sie raufgehen. Ja? Wenn Pablo mich sieht, bin ich tot. Ist wirklich nicht der Mühe wert. So sehr interessiert mich diese doofe Pyramide nun auch wieder nicht. Naja, in Ordnung. Ist sowieso Männerarbeit da oben. Ich treibe mich hier einfach ein bisschen rum, okay? Okay, tun Sie das. Okay, dann darf ich mich also schon mal... Ist das eine Fliegenklatsche? Das ist tatsächlich eine Fliegenklatsche, die er da in der Hand hält. Okay, gut. Also, halten wir das mal fest. Was habe ich denn hier so noch in meinem Portemonnaie? Den Stein, eine Sonnenbrille... Oh, den Schlüssel noch. Und oben ist wahrscheinlich George irgendwie mit Pablo. Pablo mit Karsak und der ganzen Riege. Ich glaube nicht, dass da irgendetwas gerade... Ach, nehmen wir erstmal das Seil auf. So. Und dann? Keine Ahnung. Seil mit Motor? Ah, super. Okay, dann nochmal das Seil nehmen. Und vielleicht auf den Aufzug? Scheiße. Entschuldigung. Okay, komm, wir gucken uns mal weiter an. Erstmal, was es mit dem Zylinder auf sich hat. Und? Na toll, jetzt habe ich den Zylinder abgemacht. Benzinleitung. Kann ich die Benzinleitung durchschneiden? Aber ich weiß nicht, warum. Ha. Jetzt könnte ich das abfackeln. Aber warum sollte ich das tun? Das Benzin aus der durchtrennten Leitung hat eine Pfütze gebildet. Was ist das? Ein kleines, zylindrisches Gehäuse mit Innengewinde. Mit der Benzinleitung? Aber ich wüsste... Was mache ich denn jetzt damit? Hä? Was haben wir denn? Tankkappe? Tankkappe. Dann gehen wir mal zu der Tankkappe, ne? Und... Gluck. Ah, guck mal, jetzt hat es sogar aufgehört. Und dann? Knopf drücken? Hustend erwacht der Motor zum Leben. Okay, und dann? Mit dem Hebel? Der Motor läuft einwandfrei, aber er ist nicht mit dem Materialaufzug verbunden. Okay. Dann einmal den Hebel bitte zurück. Jetzt kann ich doch bestimmt das Seil nehmen und jetzt kann ich das Seil doch da irgendwie ganz... Oder auf Titipoko? Das Seil? Titipoko, irgendwelche schlauen Einfälle, was ich mit diesem Seil anfangen kann? Er schaut mich nur fragend an. Wenn einem von uns beiden ein Plan einfällt, dann wohl eher mir. Dann hier, an dem Motor kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Das habe ich doch gerade auch schon probiert gehabt. Und an dem Motor ging das nicht. Ha. Sonst ist hier doch nichts, ne? Schlüssel, die Tankkappe. Das Gerüst reicht bis ganz oben an die Spitze der Pyramide. Okay, komm, ich quatsche erstmal nochmal mit Titipoko, ob der irgendwelche tollen Einfälle hat. Wie bist du überhaupt an einen Irren wie Karsak geraten? Karsak? Wupp, loco. Ja, mir macht er auch Angst. Ja, ich habe zumindest verstanden, dass der... durchgedreht ist, möglicherweise. Mensch, was soll ich denn mit dem doofen Seil anfangen?
Vielleicht kann eine einfache Aufzugsplattform aus Holz zur Beförderung von Material, nehme ich an. Und die Tankkappe kann ich noch. Dann kann ich auf den Knopf drücken. Der Motor geht aus. Ich weiß nicht. Ich will irgendwas mit dem Seil anfangen, aber ich weiß nicht was. Seil, Seil, da ist Aufzug. Aber damit macht sie nichts. Ach, Menno. Ich wüsste auch nicht, was ich hier sonst noch Spannendes habe. Könnte das Seil... Warte mal. Vielleicht kann ich ihm ja mal die Sonnenbrille zeigen oder geben. Das will er doch bestimmt. Das will er doch ganz bestimmt. Das will er doch... Doch, auch das möchte der gerne haben. Das will er doch bestimmt. Okay, dann nicht, was weiß ich. Das will er... Treibstoff liegt da jetzt auf dem Boden. Na toll. Eine Pfütze... Okay, das hatten wir schon gerade. Diese Schakale lassen mich bestimmt nicht durch. Okay, dann werde ich nochmal quatschen. Quatschen. Vielleicht mal mit dem Wachmann. Mit dem Wachmann. Ich sollte mein Glück nicht überstrapazieren. Okay, mal gucken, ob ich hier noch weiterlaufen kann. Was ist das denn überhaupt für ein Wachmann? Nicht. Toll. Ich will wirklich nicht mit dem reden. Nein. Wirklich nicht. Aber ich muss doch irgendwie hoch zu George kommen. Jetzt habe ich das doofe Seil, jetzt habe ich da den blöden Generator, mit dem ich auch nichts gerade mehr anfangen kann und kann einen Knopf drücken. Und das war es gerade. Vielleicht. Weil irgendwie muss ich ja... Titipoko könnte doch mal nach oben laufen oder so. Seil an Titipoko verwenden. Titipoko, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Okay. Nimm dieses Seil, bring es nach oben auf das Gerüst und wirf es rüber. Oben, Seil! Wie soll er das denn schaffen? Oder schafft er, kann er da jetzt echt ohne Probleme das Gerüst hochklettern? Ach so macht er das, der braucht noch niemals die Streben dafür. Das kam unerwartet jetzt. Aber anscheinend kann er das sehr gut machen. Und da-da-dam, da ist es. Das ging mal fix. Gut, dann bitte Seil nehmen. Und mit dem Motor verbinden. Seil, Motor. Jetzt geht's. Jawohl. Dann auch den Knopf drücken. Hustend erwacht der Motor zum Leben. Und jetzt müsste das doch funktionieren, ne? Und weg ist es. Das doofe ist nur, so komme ich nicht hoch. Vom Boden aus komme ich an die Aufzugsplattform nicht ran. Ja, ist schon klar. So, vielleicht kann ich ja jetzt auf den Aufzug gehen und dann, ich weiß nicht, vielleicht spricht sie ja auch automatisch den Titipoko an. Oder muss ich erst Titipoko ansprechen und dann wegen dem Aufzug ansprechen? Keine Ahnung. Jetzt bitte. Titipoko, wenn ich es dir sage, will ich, dass du genau das tust, was ich tue, okay? Tust genau. Genau, richtig. Ach, jetzt muss sie das ihm ehrlich nochmal zeigen. So, jetzt fährt sie nach oben, dann wird man dich loben. Fährt sie nach unten, lässt sich's besser munkeln.